Besuche im Restaurant, im Kino oder im Zoo müssen derzeit ausfallen. Dem Geldbeutel tut das durchaus gut. Dennoch muss sich aufgrund der Corona-Krise jeder vierte deutsche Haushalt finanziell einschränken. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor. In Auftrag gegeben wurde die Befragung von dem Beratungsunternehmen Porsche Consulting. Richtet man den Blick auf Ostdeutschland, ist diese Region etwas stärker betroffen. Hier achtet bereits jeder dritte Haushalt auf seine Ausgaben. Besonders Familien mit mindestens vier Personen sind stärker von finanziellen Einschränkungen betroffen als der Durchschnitt. Das gilt in West- und in Ostdeutschland. Befragte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 2000 Euro müssen sich der Umfrage zufolge überdurchschnittlich häufig finanziell einschränken. Zusätzlich verschulden müssen sich wegen der Corona-Krise derzeit jedoch nur vergleichsweise wenige Deutsche. Nur 2% der Befragten gehen davon aus, dass sie aufgrund der Corona-Krise einen Kredit aufnehmen müssen. 4 von 10 Deutschen zahlen ein oder mehrere Kredite, eine Bau- oder Autofinanzierung ab. Davon wiederum sind 79% zuversichtlich, dass sie nicht in Zahlungsverzug geraten. 3% der Kreditnehmer jedoch sind aufgrund der Corona-Krise bei den Raten bereits in Verzug. Weitere 17% befürchten, dass es mit dem Abbezahlen eng werden könnte.